Heute mal ein kurzes Technikvideo und zwar geht es rund um das Thema Zero Inbox. Also auf gut Deutsch ein im Prinzip leeres E-Mail-Eingangspostfach. Wie funktioniert das und wie kannst du das umsetzen? Das erfährst du in dem heutigen Video. Ich werde nichts am PC zeigen, sondern wie du weißt, kannst du meine Videos einfach nebenan laufen lassen. Das heißt, du kannst dieses Video nehmen, einfach neben deinem PC legen und jetzt genau das umsetzen, was ich dir hier so erzähle. Das heißt, ich warte jetzt einfach auf dich, meine Liebe. Du pausierst dieses Video, ich stehe hier und drehe Däumchen und warte, bis du an deinem PC dein E-Mail-Programm geöffnet hast und dann kannst du dieses Video weiterlaufen lassen. In diesem Sinne, herzlich willkommen zurück. Hast du gut gemacht. Also, was bedeutet eigentlich Zero Inbox? Zero Inbox bedeutet ja, dass du in deinem E-Mail-Postfach wirklich nur die Nachrichten hast, die du da drin brauchst, wenn es überhaupt Nachrichten gibt, die da drin sein sollten. Und ich arbeite selber mit diesem System und deshalb erkläre ich dir mal, wie ich das mache. Du hast jetzt also dein E-Mail-Programm geöffnet. Dann hast du deinen Posteingangskorb, da sind ich weiß nicht wie viele E-Mails drin. Hunderte, Tausende, keine Ahnung. Jetzt hast du ja auf der linken Seite für gewöhnlich eine Ordnerstruktur, die die meisten nicht benutzen oder nur so ganz rudimentär. Und das ist genau der Knackpunkt. Jetzt fängst du an, du überlegst jetzt mal, also du kannst jetzt eigentlich schon mal auswendig überlegen, okay? Welche Kategorien habe ich eigentlich? Das heißt, du legst dort Ordner an in dieser linken Struktur. Bei mir sind es zum Beispiel, ich habe logischerweise einen Ordner für Interessenten-E-Mails, ich habe einen Ordner für Kunden-E-Mails, ich habe einen Ordner für Lieferanten-E-Mails, ich habe einen Ordner für private E-Mails, dann gibt es noch Partner, mit denen ich zusammenarbeite. Also das sind so ungefähr, ja, ich sage jetzt mal 7 bis 8 Ordner. In diesen Ordnern habe ich aber auch Unterordner. Das heißt, bei den Kunden gibt es zum Beispiel, unterteile ich, das sind Elo-Office-Kunden, also ihr wisst, für dieses Dokumentenmanagementsystem, da gibt es Firmenkunden, bei denen ich dieses Professional Organizing, dieses Ordnung machen, in Firmen anbiete. Das ist dann so mehr so Büro-Orga. Dann gibt es Privatkunden, das sind dann die meisten von euch tatsächlich, die da gehen dann die ganzen Kunden-E-Mails rein, die eben von solchen Privatpersonen kommen. Oder da fällt mir ein, ich habe zum Beispiel einen Ordner Social-Media-E-Mails, da sind drin mein eigener Newsletter, das sind alle E-Mails, die von YouTube kommen, alle E-Mails, die von Amazon kommen, alle E-Mails, die von Google kommen. Das ist alles so mein Social Media und da wird es unterteilt und das darfst du auch machen. Das heißt, du gehst jetzt mal im Geiste durch die ersten, die dir so automatisch einfallen und diese Ordner legst du an. Und im Übrigen kannst du hier bei jedem dieser Schritte immer wieder das Video pausieren und sagen, okay, die Ludwig hat gesagt, ich soll jetzt mal Ordner anlegen, dann mache ich das. Pause, machst du. So, und jetzt hast du die ersten Ordner angelegt. Dann kommt jetzt das zweite, was wirklich kaum einer benutzt, das sind die sogenannten Regeln. Bedeutet, du überlegst jetzt zum Beispiel, du kriegst da einen Newsletter, den findest du total super. Du hast also links einen Ordner Newsletter. Und du weißt, ich kriege 5, 6 Newsletter, die sind mir einfach wichtig. Der tägliche Stoiker, ich habe einen von Mark Manson, dann kriegst du vielleicht den Newsletter von der Frau Ludwig, der nur alle 100 Jahre erscheint, aber auch okay. Und dann überlegst du dir solche, diese einzelnen Newsletter kriegen jeder einen eigenen Ordner. Und jetzt gehst du zu den Regeln, noch nicht in dein Postfach, du gehst zu den Regeln. Das ist normalerweise so oben in der Mitte ein Button, Regeln. Und dort erstellst du jetzt lauter Regeln, die dir auch schon mal auswendig einfallen. Und zwar zum Beispiel, jetzt würdest du sagen, du hast eine Regel für den Newsletter von der Angela Ludwig. Das heißt, du gehst hin und sagst, alle E-Mails, die von news@angelaludwig.de an dich gesendet werden, werden automatisch in den Ordner Newsletter Angela Ludwig geschoben. Wäre zum Beispiel ein Beispiel. Also sagst du, liebes Outlook, bitte wende diese Regel an, verschiebe alle E-Mails, die ich habe. Und ganz wichtig, beim Speichern der Regel kannst du sagen, wende diese Regel auf alle jetzt im Posteingang befindlichen E-Mails an. Und je nachdem, wie viele E-Mails da drin sind, rattert das Ding kurz los und schießt schon mal alle E-Mails, also alle Newsletter in dem Beispiel, von mir schon mal in diesen Ordner. Und das kannst du jetzt mal einrichten für Newsletter, für wichtige, also wie gesagt, wenn du jetzt irgendwelche wichtigen Nachrichten kriegst,
Das machst du für E-Mails, die, also bei mir sind es tatsächlich die meisten Newsletter, von denen du halt wirklich weißt, das ist eine explizite Adresse. Manche in den Firmen machen das tatsächlich auch wirklich auf, bis auf Kunden und Lieferanten runtergebrochen. Die sagen dann, wann immer ich irgendwas von der und der Absenderadresse bekomme, dann soll das gleich in diesem Ordner landen. Bei mir sind das zu 95% Newsletter. Also darfst du dir jetzt erstmal auswendig, nur auswendig, die Regeln erstellen, die dir jetzt schon mal einfallen. Und jetzt kommen wir an den Schritt, an den nichts mehr auswendig geht. Jetzt gehst du zum allerersten Mal in deinen Posteingang, öffnest links diese Ordnerliste und jetzt wird von Hand verschoben. Das ist ein sehr mühsamer Prozess, aber da kommst du nicht drum rum. Das heißt, du kannst natürlich sagen, du kannst die Suche nutzen, du kannst natürlich sagen, okay, ich habe da jetzt einen, was weiß ich, Amazon ist für mich ein Lieferant, ich bestelle gerne bei Amazon, ich möchte die Amazon-E-Mails aufheben. Dann hast du einen Ordner, Lieferanten, Amazon, jetzt gehst du im E-Mail-Posteingang-Fach, da gibt es immer oben so ein Suchenfeld, gehst du rein und tippst rein Amazon. Dann kriegst du alle E-Mails von Amazon gezeigt, die kannst du mehrfach markieren, also wirklich alle. Und dann schiebst du die alle in diesen Ordner rüber. Ich möchte jetzt nicht darüber diskutieren, welche E-Mails du aufheben musst und welche nicht. Es geht jetzt mal rein ums Sortieren und die Zero-Inbox. Also, du schiebst alle E-Mails, die du von Amazon gekriegt hast, darüber, fertig. Dann siehst du, ach, ich habe ja noch von Books on Demand, bestelle ich immer. Was weiß denn ich, habe ich auch noch. Dann hast du einen Lieferantenordner Books on Demand, okay. Und ich keine Ahnung, wo du überall einkaufst. Vielleicht kaufst du Doc Morris Online-Apotheke. Die möchtest du auch aufheben, also schiebst du die alle in den eigenen Ordner Doc Morris und so weiter und so fort. Das heißt, du gehst jetzt wirklich von oben an die ganzen E-Mails, die gehst du ab und sortierst sie weg. Das kann mal ein paar Stunden dauern. Und ganz wichtig, es wird auch E-Mails geben, da musst du noch was machen. Also du sagst dann, ja, Frau Ludwig, wenn ich jetzt aber die E-Mail von, was weiß ich, Amazon, wenn ich die jetzt da reinschiebe, dann vergesse ich, dass ich eigentlich noch eine Retoure für Amazon habe und diese E-Mail erinnert mich daran. Und jetzt kommen wir langsam dem Zero-Inbox-Gedanken näher. Diese E-Mail, die lässt du in deinem Posteingang. Und alle anderen E-Mails, bei denen eine Aufgabe oder im Prinzip ein To-Do dahinter hängt, die lässt du auch in diesem Posteingang. Das heißt, nochmal zusammengefasst, du sortierst alle E-Mails weg, die nicht irgendwie einer Aufgabe zugeordnet werden, die eigentlich mehr so Informationscharakter nur noch haben, weil die Aufgabe hat sich erledigt oder du musst überhaupt nichts machen oder es ist eben nur ein Newsletter. Das sortierst du jetzt mal alles weg. Und dann hast du in deinem Posteingang nur noch, oder solltest du, E-Mails haben, bei denen du wirklich irgendetwas machen musst. So, dieser Vorgang mit dem Sortieren, das dauert ein paar Stunden, das kann auch Tage dauern, du kannst gerne das Video hier pausieren. Und wenn du das gemacht hast, dann sehen wir uns wieder hier. Also, sehr schön. Scheint geklappt zu haben. Das bedeutet herzlich willkommen zurück. Und jetzt geht es an die E-Mails mit den Aufgaben. Was machst du damit? Naja, und das ist ganz einfach, abarbeiten. Also, du kannst jetzt in Zukunft, geht es darum, und jetzt kommen wir nämlich auch, weil ja, weil wie funktioniert das in der Zukunft? In der Zukunft ist es so, du kriegst jetzt neue E-Mails rein. Entweder die werden schon automatisiert in deine Newsletter-Dinger geordnet oder du stellst fest, okay, ich muss diese E-Mail lesen. Muss ich was damit machen? Nö, dann kannst du sie gleich verschieben. Muss ich was machen? Ja, dann lässt du sie im E-Mail-Posteingang und zwar so lange, bis du diese Aufgabe erledigt hast. Wenn du die Aufgabe erledigt hast, sobald du das gemacht hast, schiebst du diese E-Mail in den entsprechenden Ordner, da wo sie hingehört. Und jetzt ist nämlich das Tolle, du kannst, es gibt ja zum Beispiel im Outlook, weiß ich, gibt es diese Aufgabenliste, die kannst du vergessen. Also die Aufgabenliste, die musst du damit eigentlich, kannst du die, also ich benutze die nicht, ich brauche sie gar nicht, ich wüsste gar nicht wofür, weil die E-Mails, die jetzt noch im Posteingang sind, das ist deine Aufgabenliste. Und da musst du nicht erst eine Aufgabe dafür schreiben, dass du die E-Mail beantworten musst oder dass du da irgendwas machen musst. Du gehst einfach jeden Tag in dein E-Mail-Postfach und siehst, ah ja, stimmt, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, ah ja, dem muss ich auch noch antworten. Und wenn du das erledigt hast, dann legst du die E-Mail weg. Und nur das gibt dir eben die Möglichkeit zu sagen, okay, der Tag ist vorbei, der Arbeitstag, habe ich jetzt noch irgendwelche offenen Aufgaben und dann hast du tatsächlich dieses Gefühl, da hängen dann vielleicht 3 oder 4 E-Mails. Manche brauchen ja auch einfach Zeit.
Manche, da weißt du, ja, die E-Mail, die bleibt jetzt 2 Wochen in meinem Posteingang oder 2 Monate. Alles gut. Du wirst diese Aufgabe nicht mehr vergessen, weil du sie jeden Tag siehst. Und das ist der Riesenvorteil dieser Zero-Inbox. Das bedeutet im Prinzip, wenn du mal alle Aufgaben abgearbeitet hättest, dann wäre keine E-Mail in deinem Posteingang. Also Zero, Null, Nada, Niente, was weiß ich, in welchen Sprachen das Null heißt. In diesem Sinne, ich hoffe, dass dir diese Tipps jetzt irgendwie ein wenig geholfen haben rund um das Thema, wie du deine E-Mails organisierst. Wenn noch nicht geschehen, dann kannst du mir gerne ein Abo dalassen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Einrichten deines persönlichen Zero-Inbox-Faches und halt die Ohren steif. Bis zum nächsten Video.